Verschiedenste Fluggesellschaften der ganzen Welt zu beurteilen und dann in einer Rangliste zu sortieren, das ist nie eine einfache Aufgabe. Da kommt es immer sehr darauf an, nach welchen Kriterien man die Fluggesellschaften überhaupt jetzt bewertet, was den Fragestellern wichtig ist und am allerwichtigsten natürlich, wen man überhaupt fragt. Vor allem so groß angelegte Befragungen, die total intransparent sind, das kann dann auf der einen Seite für den einen total gut passen, für den anderen auf der anderen Seite, der findet das dann überhaupt nicht nachvollziehbar, wie das jetzt überhaupt so zustande kommen konnte. Aber gut, nichtsdestotrotz ist es natürlich immer sehr interessant zu schauen, welche Airline jetzt vermeintlich die beste der Welt ist. Und deswegen gucken wir uns dieses Ranking von TripAdvisor jetzt mal ganz genau an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, das aktuelle Ranking kommt jetzt also beim Thema Fluggesellschaften von TripAdvisor. Das sind die sogenannten Traveler's Choice Awards, die da vergeben werden. Und ja, TripAdvisor kennt wahrscheinlich jeder, hat jeder schon mal was von gehört. Nach eigenen Angaben hat deren Internetseite pro Monat mehr als 450 Millionen Besucher. Das ist verdammt viel. Das kann man sich schwer vorstellen. Diese große Anzahl an Leuten hat auch eine riesige Anzahl an Bewertungen abgegeben. Über 650 Millionen sollen das mittlerweile insgesamt sein, die man für Hotels, Cafés, Sehenswürdigkeiten, für Restaurants, für was auch immer auf dieser Internetseite finden kann. Oder halt eben auch für Fluggesellschaften. Denn die gehören zum Reisen selbstverständlich meistens mit dazu. Das Schöne an TripAdvisor ist jetzt, dass es sich in fast jedem Land der Welt nutzen lässt. Und dass es auch in fast jedem Land der Welt Nutzer hat, die entsprechend Bewertungen abgeben könnten. Das deutet schon mal darauf hin, dass in diesem Ranking jetzt verschiedenste Meinungen aus verschiedensten Ländern, aus verschiedensten Zielgruppen zusammengekommen sein könnten und man so ein schön breit gefächertes Feld an verschiedensten Ansichten und Bewertungen haben kann. Ja, und das spricht auf jeden Fall für dieses Ranking. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was sind das überhaupt für Leute, die regelmäßig TripAdvisor nutzen und was sind das für Leute, die überhaupt erst die Entscheidung treffen, dort jetzt auf dieser Internetseite für eine Fluggesellschaft eine Bewertung abzugeben. Und dann muss man sich auch fragen, wie das jetzt überhaupt mit der jeweiligen Zielgruppe der jeweiligen Fluggesellschaft zusammenpasst. Denkt einfach an das, was ich zu Beginn des Videos gesagt habe, nur damit man das nicht vergisst. So, und jetzt gibt es bei diesen Travelers Choice Awards bei TripAdvisor für Fluggesellschaften erstmal so eine Art allgemeines Ranking. Also erst einmal die Top 10 der aktuell scheinbar besten Fluggesellschaften. Wie genau sich das jetzt zusammengesetzt hat, das lässt sich dort leider nicht erkennen. Und das ist auch schon das erste große Problem. Hier geht es scheinbar nur um das Zusammenspiel aus Anzahl von Bewertungen mit den Bewertungen selbst. Also ob die Erfahrung gut oder eben schlecht war. Und machen wir es mal kurz. Auf Platz 1 steht Singapore Airlines. Wundert hier jetzt wahrscheinlich niemanden. Laut diesem Ranking die beste Fluggesellschaft der Welt. Diese Airline betreibt aktuell etwa 120 Flugzeuge in ihrer Flotte. Das sind alles Langstreckenmaschinen. Es gibt kein einziges Flugzeug bei Singapore Airlines, das nur einen Gang in der Flugzeugkabine hat, also alles Widebodies. Und es sind vor allem meist sehr moderne Langstreckenflugzeuge. Im Schnitt sind die Maschinen keine 7 Jahre alt. Man hat dort 30 A350, etwa 10 Boeing 787. Diese Flugzeugtypen werden die Zukunft der Flotte der Singapore Airlines darstellen. Dazu gibt es dann noch etwa 20 Airbus A380, etwa 45 Boeing 777. Und nochmal etwa 20 A330. Die neueren Flugzeuge sind alle ausgestattet mit einem sehr modernen Interieur und mit wahrscheinlich genau der richtigen Menge Technik, die man heutzutage auch in einer Economy Class haben möchte. Für manchen sind das Kleinigkeiten, für andere sind das absolutes Muss mittlerweile in der Economy Class, aber sowas wie verstellbare Kopfstützen oder eben ein USB-Anschluss an jedem einzelnen Economy Class Sitz oder auch ein riesiges Unterhaltungsprogramm. Wie gesagt, für manche Kleinigkeiten, für andere ein Muss, das ist bei Singapore Airlines nun mal alles Standard. Und das ist wohl auch genau das, was Singapore Airlines zum aktuellen Zeitpunkt zu einer der besten oder vielleicht sogar zu der besten Fluggesellschaft der Welt macht. Der Standard an Bord. Der ist nicht nur bei der Hardware gut, sondern auch die Crews verfolgen einen sehr hohen Standard, einen sehr hohen Service-Standard. Und dieser Standard scheint eben im Schnitt bei Singapore Airlines nochmal ein kleines Stück weiter oben zu liegen als bei vielen anderen vergleichbaren Fluggesellschaften. Und das zieht sich dann auch durch alle Reiseklassen bei dieser Airline durch, von denen Singapore Airlines je nach Flugzeug, je nach Strecke auch echt alle möglichen an Bord hat, die man sich aktuell vorstellen kann. Es gibt eine Economy Class, es gibt eine Premium Economy Class, eine Regional Business Class, eine normale Business Class, eine First Class und es gibt sogar noch etwas, was darüber liegt im A380 und zwar die Suiten. Da muss man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu sagen, oder? Auf Platz 2 findet man dann Qatar Airways, eine Fluggesellschaft, an deren Spitze ein Mann steht, der an sich und an seine Fluggesellschaft wahrscheinlich ganz routinemäßig den Anspruch stellt, immer etwas besser zu sein als die anderen. Deswegen ist es auch keine Überraschung, dass Qatar Airways auf jeden Fall zu den besten Fluggesellschaften der Welt gehört.
Die haben etwa 230 Flugzeuge in ihrer Flotte, die im Schnitt knapp 6 Jahre alt sind und das bei einer Airline, die gerade mal vor 25 Jahren überhaupt erst gegründet wurde. Bei Stefan und Dominik auf dem Kanal Global Traveler TV, da wurden schon echt so viele Premium-Produkte verschiedenster Fluggesellschaften wirklich ganz genau unter die Lupe genommen. Und wenn die beiden mit Qatar Airways unterwegs sind, dann haben die eigentlich nur noch lobende Worte für diese Fluggesellschaft. Denn das, was die Airline da abliefert, das scheint so konstant, so gut zu sein, dass es da einfach nicht wahnsinnig viel dran auszusetzen gibt. Auch hier bei dieser Fluggesellschaft ist hoher Standard das Zauberwort. Bei Qatar Airways auf einem ganz normalen Flug soll halt in jeder Beförderungsklasse immer alles etwas besser sein als bei anderen Fluggesellschaften. Dabei ist gerade die Business Class aktuell das, womit die Fluggesellschaft richtig punkten kann. Die First Class wird in den ganz neuen Flugzeugen beispielsweise auch schon gar nicht mehr verbaut und war auch nie das, wofür Qatar Airways wirklich bekannt war. Sondern es ist jetzt die Business Class. Das war bei Qatar Airways immer so, ja, Service ist echt super, das machen die richtig gut, aber die Bestuhlung, es ist halt eine ganz normale Business Class, ist okay. Und mit einer Business Class, die ganz okay ist von der Bestuhlung her, damit gehört man nun mal nicht zu den besten Fluggesellschaften der Welt. Also hat man kurzerhand mal die Business Class ein bisschen upgedatet, upgegradet und das, was da heute in den Flugzeugen der Qatar Airways verbaut ist, das ist für viele das Beste, was man als Business Class Produkt aktuell auf dem Markt finden kann. Das ist die Qatar Airways Q-Suite. Dazu kommt die Fluggesellschaft immer mal wieder mit kleineren oder auch mal mit etwas größeren Veränderungen um die Ecke. Gefühlt auf jeder Messe und auf jeder Veranstaltung wird irgendetwas Neues vorgestellt, was dann in den Service integriert wird. Das ist schön für die Leute, die häufiger mit der Fluggesellschaft unterwegs sind. Denn die wissen ganz genau, was sie bei der Fluggesellschaft erwarten können, womit sie rechnen können und was ihnen auch zusteht quasi an Bord. Dann werden sie aber doch noch von irgendwelchen neuen Service-Optimierungen überrascht. Es gibt immer irgendwas, was anders ist als beim vorherigen Flug. Und meist ist es einfach besser als das, was man vorher bekommen hat. Und das ist eine gute Sache. Dabei ist natürlich völlig klar, auch bei Qatar Airways ist nicht jedes Flugzeug ein Airbus A350 oder eine 787, die gerade mal wenige Monate auf dem Buckel hat. Und auch nicht jedes Flugzeug ist mit dem neuesten Produkt unterwegs. Nicht jedes Flugzeug hat die Qatar Airways Q-Suite verbaut. Sondern da gibt es auch ältere Maschinen mit älteren Bordprodukten. Aber denkt mal an die 230 Flugzeuge mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 6 Jahren. Da bei Qatar Airways, da werden Flugzeuge richtig schnell durchgeschleust und deswegen sitzt man da immer seltener in einem alten Flugzeug mit einem alten Produkt. Danach finden wir Ever Air aus Taiwan auf Platz 3, Emirates auf Platz 4 und Japan Airlines auf Platz 5. Alles drei große Linienfluggesellschaften mit verschiedensten Beförderungsklassen. Alle haben eine First Class, alle haben eine Business Class und so weiter. Alles Airlines, die an sich selbst den Anspruch haben, ganz oben mitzuspielen. Und dann ist auf Platz 6 Southwest Airlines. Die passt da irgendwie nicht so ganz rein. Das ist jetzt also eine Fluggesellschaft, die diese Reihenfolge jetzt erst einmal bricht. Es ist nämlich eine Low-Cost-Airline. Southwest Airlines ist eine Billigfluggesellschaft mit über 750 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 in der Flotte. Ist eine Billigfluggesellschaft mit einem guten Ruf, aber allein die Anzahl der Flugzeuge, die dürfte jetzt schon dazu beigetragen haben, dass man die Airline jetzt überhaupt auf Platz 6 dieses Rankings findet. Denn Southwest Airlines ist tatsächlich gemessen am Fluggastaufkommen die größte Fluggesellschaft der Welt. Über 150 Millionen Passagiere haben die im Jahr 2018 befördert. Das ist mehr als jede andere Airline. Die sind bekannt dafür, dass sie das richtige Low-Cost fliegen. Mit gleichen Flugzeugtypen, mit wenig Komplexität im Unternehmen, die haben das quasi erfunden. Ganz offiziell ist Southwest Airlines tatsächlich die zweite Low-Cost-Airline der Welt. Und es ist ohne Zweifel die Fluggesellschaft, die am stärksten vom 737 Max Grounding betroffen ist. Denn Southwest Airlines betreibt wie gesagt nur Boeing 737, hatte bis jetzt schon 35 737 Max in der Flotte, die jetzt alle ausnahmslos am Boden stehen. Aber man hatte insgesamt 200 Maschinen von dem Typ bestellt. Wer weiß, wie das in naher Zukunft weitergehen soll. Da gab es sicherlich schon das ein oder andere böse Telefonat zwischen Fluggesellschaft und Flugzeughersteller, aber das ist ein anderes Thema. Ist auf jeden Fall eine beeindruckend große Airline. Und eine Airline, die laut diesem Ranking zumindest wirklich das bietet, was man bei ihr kauft. Also man bekommt als Passagier eben genau das, was man dort bezahlt. Das Ganze noch mit einem Lächeln und alles ist in bester Ordnung. Danach findet man in diesem Ranking auf Platz 7 Azul aus Brasilien. Dann kommt Air New Zealand auf Platz 8. Dann Jet2, die zweite Low-Cost-Airline in diesem Ranking, die steht auf Platz 9. Und All Nippon Airways aus Japan, die steht auf Platz 10. Wie auch immer diese Reihenfolge jetzt zustande gekommen sein soll. Vielleicht auch noch ganz interessant, bei den großen japanischen Fluggesellschaften, die ja jetzt beide hier in diesem Ranking vertreten sind, da findet man in gefühlt jeder zweiten Bewertung die positive Erwähnung der Sauberkeit des Flugzeuges. Das nur mal so nebenbei. Aber gut, das war jetzt also die Top 10 von TripAdvisor, die aktuell 10 besten Fluggesellschaften der Welt. Und da findet man keine Lufthansa, keine Turkish Airlines, keine Etihad. Und auch die Chinesen sind in diesem Ranking überhaupt nicht vertreten. Ja, ja gut, wir sind aber auch noch lange nicht fertig. Und jetzt wird es bei diesem Ranking tatsächlich so ein bisschen skurril. Weil man hat das jetzt nicht nur allgemein bewertet, sondern jetzt gibt es in gefühlt jeder möglichen Kategorie.
für jede Fluggesellschaft auf der ganzen Welt nochmal irgendeinen bescheuerten Preis. Und das wird dann erst einmal aufgeteilt nach Regionen. Zum Beispiel Nordamerika. Die beste Billigfluggesellschaft ist Southwest Airlines. Dann gibt es die komfortabelste Airline, das ist JetBlue. Und die aufregendste Freizeit-Airline, das ist wohl Mokulele Airlines aus Hawaii. Und nicht zu vergessen natürlich die beste Fluggesellschaft der Karibik, das ist wohl Cayman Airlines. Puh. Ja, und für Lateinamerika, das ist auch eine Region, da hat man gefühlt so viele Kategorien erfunden und dahingeschrieben, dass man alle Fluggesellschaften, die es dort in dieser Region überhaupt gibt, dass man die irgendwie aufs Treppchen stellen konnte. Für Asien ist das ganz genauso und alle Airlines durch die Bank weg mit 5 von 5 möglichen Punkten. In Europa, nächste Region, findet man dann unter der nächsten Unterkategorie, unter den großen Fluggesellschaften KLM, Swiss, Turkish Airlines und auch Virgin Atlantic, das sind da wohl die besten. Unter den regionalen Fluggesellschaften stehen Air Corsica und Bind Air ganz vorne. Die Fluggesellschaften Edelweiss, Atlantic Airways und auch Thomas Cook Scandinavia sind wohl die besten Ferienfluggesellschaften in Europa. Ja, und dann wären wir bei Afrika. Dort ist die beste Fluggesellschaft scheinbar Fly Safair oder sowas, habe ich noch nie gehört, ist auf jeden Fall eine südafrikanische Billigfluggesellschaft mit etwas mehr als 10 Flugzeugen in der Flotte. Dann gibt es auch noch die besten Fluggesellschaften in bestimmten Serviceklassen. Die beste First Class hat demnach Emirates, die beste Business Class hat Qatar Airways, die beste Premium Economy Class hat Air New Zealand und die beste Economy Class hat Singapore Airlines. Ja, und damit hat man irgendwann fast 100 Auszeichnungen für verschiedenste Fluggesellschaften in verschiedensten Kategorien. Yo, und hat euch das Ranking jetzt geholfen? Ich weiß ja nicht so genau. Vorsicht, eigene Meinung. Also versteht mich da bitte nicht falsch. TripAdvisor ist bestimmt eine richtig gute Anlaufstelle, um sich mal so ein paar Bewertungen für irgendwelche Fluggesellschaften oder halt eben für Restaurants, Hotels oder was auch immer mal einzuholen. Denn es gibt davon einfach wirklich eine ganze Menge. Es gibt wirklich viele Bewertungen. Zum Beispiel für die Lufthansa, da gibt es knapp 30.000 davon. Aber dann muss man sich, wie gesagt, die Frage stellen, von welchen Leuten kommen diese Bewertungen? Wer schreibt da überhaupt eine Bewertung? Macht diese Bewertung für mich Sinn? Ist die überhaupt, ja, brauche ich so eine Bewertung überhaupt? Ist das, was derjenige, der gerade ganz subjektiv über seinen Flug behauptet, was er darüber sagt, was ja auch nicht falsch sein muss, sondern es ist ja seine eigene Ansicht, seine eigene Meinung, ist das aber überhaupt für mich relevant oder eben nicht? Ich muss nur auf die erste Seite der aktuellen Bewertung gehen und dann finde ich da jemanden, der ernsthaft die Fluggesellschaft schlecht bewertet, aufgrund einer schlechten Landung. Das ließ sich von Sitz 23D wahrscheinlich wieder richtig gut beurteilen. Und dann gehe ich einfach eine Seite weiter und dann finde ich jemanden, der wieder die Fluggesellschaft schlecht dafür bewertet, weil der Flug super war, der Flug pünktlich am Zielort angekommen ist, aber eine halbe Stunde zu spät gestartet ist. Leute, was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. Also so ein Ranking, das sollte niemals meinungsbildend sein. Da kommen immer ein Haufen an verschiedensten subjektiven Meinungen und Ansichten zusammen. Aber egal wie viele das sind, daraus lässt sich nie eine objektive Beurteilung erstellen. Da also ganz klar am besten einfach eigene Erfahrungen machen. Das Ganze mal ausprobieren, sich eine eigene Meinung bilden und dann entweder nochmal mit der Fluggesellschaft fliegen, wenn es einem gefallen hat oder eben nicht. Und wenn man sich doch vorher Meinungen einholen möchte, das ist ja durchaus interessant, dann spricht man da mit den Leuten drüber, denen man bei diesem Thema auch wirklich vertraut. Das können Freunde, Verwandte sein, wer auch immer. Oder irgendwelche Reisereporter, irgendwelche Reiseblogger, denen ihr auch wirklich vertraut, weil ihr sagt, okay, das, was der mir sagt, das erklärt er mir vernünftig und das kann ich auch nachvollziehen, was der da jetzt gut findet und was nicht. Und der hat vielleicht ähnliche Ansprüche wie ich oder wie auch immer. Zum Beispiel eben Stefan und Dominik von Global Traveler TV. Die beiden probieren so viel aus an Premium-Produkten verschiedenster Fluggesellschaften. Die sind in so vielen Lounges und zeigen euch da, was es gibt und was nicht. Da kann man sich durchaus eine eigene Meinung über das bilden, was da gezeigt wird. Und dann geben die beiden auch noch ihre eigenen Ansichten, ihre eigenen Meinungen dazu. Und dann kann man sich da ein bisschen was zusammenbasteln. Also das ist sehr viel besser und sehr viel effizienter, glaube ich, als sich dadurch 30.000 Bewertungen bei TripAdvisor zu klicken und sich darüber zu ärgern, dass die Lufthansa mal eine schlechte Landung hingehauen hat. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt natürlich am Ende meine Ansicht. Eure kann selbstverständlich ganz, ganz anders aussehen. Ich freue mich über eure Ansichten in den Kommentaren. Hoffe, ich kriege da ein bisschen was zu lesen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Aber erstmal geht noch ein großes Dankeschön an TJ raus. Vielen lieben Dank an dich für deine großzügige und tatkräftige Unterstützung. Auf meiner Patreon-Seite. Danke dafür und dann sehen wir uns hoffentlich morgen, also bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.